Sie sitzt auf ihrem alten Sofa aus der Wirtschaftswunderzeit. Zwei Glückwunschkarten auf dem Tisch, denn es ist längst vorbei. Alles Gute zum 61. Liebe Omi, tschüss, bis bald. Die Kinder sind jetzt groß und außer Haus. Die Wohnung ist oft kalt. Irgendwas hat sie immer zu tun. Sie teilt sich die Hausarbeit ein und jeden Abend schaltet sie ab und das Fernsehen ein. Das war ihr Mann starb, den sie mit feuchten Augen vermisst. Sie hat so gern getanzt mit ihm und manchmal, wenn es zu sehr weh tut, legt sie ihre alte Lieblingsplatte auf und tanzt. Verjagt und vertrieben nach Hitlers großem Krieg. Sie hat kräftig mitbezahlt für den deutschen Traum vom Sieg. Dann der lange harte Wiederaufbau für ein kleines Stückchen Glück. Das lange ersehnte Eigenheim und Kinder für die Republik. Später besser haben. Deshalb packte sie fleißig mit an. So blieb ihr oft zu wenig Zeit für sich und ihren Mann. Ein ganzes Leben lang zusammen gelitten, geschuftet, gespart. Jetzt wär doch endlich Zeit für mehr. Jetzt ist er nicht mehr da. Tango hört.